Hallo, willkommen zurück. Ich habe ein weiteres Turnier-Rückblicksvideo hier für euch. Wieder eins, bei dem ich nicht selbst dabei bin, sondern bei dem ich über andere Spieler rede. Über mich rede ich hier genug. Im letzten Video haben wir uns Division B in diesem Turnier hier angeschaut in Rosenheim, bei dem sensationell hier Beate Denise gewonnen hatte und nicht eine der Top-Favoriten. Und jetzt geht es um Division A. 18 Leute, 17 Runden, alle spielen mal gegeneinander. Und die Frage ist hier: Kann irgendjemand Ben Berger stoppen? Ben Berger ist euch ein Begriff, wenn er hier öfter zuschaut oder auch wenn er bei Rocket Beans zuschaut, da kommentiert er dann immer Scrabble. Und bei so einem Turnier, wo dann auch Timon Börner nicht dabei ist, der ähnlich gut ist wie er, wo auch ich nicht dabei bin, ich kann auch mithalten, und wo Ulla Trappe in der anderen Division ist und nicht hier mit dabei, ist dann wirklich die Frage, das ist Ben gegen den Rest der Welt hier. Gewinnt Ben oder kann ihn irgendjemand anders stoppen? Und was ich euch jetzt zeigen kann und möchte in diesem Video sind ein paar von Bens Spielen, was nicht der Normalfall ist, denn normalerweise ist Ben jemand, der seine Spiele nicht mitschreibt, weil er nicht so dieses Multitasking mag im Spiel. Er ist so aufs Spiel fokussiert, dass er es schwierig findet, dann gleichzeitig auch noch die Bänke mitzuschreiben. Er hat sich extra für euch bemüht diesmal und für mich und damit indirekt für euch, damit wir hier Spiele von ihm sehen können. Also vielen Dank, Ben. Auch wenn es mich manchmal ganz vor Herausforderungen gestellt hat, das hier zu entziffern. Ich glaube, ich kann jetzt mein Diplom in Ägyptologie machen. Aber mit ein paar Spielen konnte ich gut was anfangen. Ich werde in irgendeiner Form irgendwann mal noch ein ausführliches Video über Ben machen. Was ist so seine Spielweise, seine Strategien, was zeichnet ihn aus? Das geben diese 7-8 Spiele jetzt nicht unbedingt so her, da wirklich alles zu zeigen, aber ich gehe es einfach durch, zeige euch interessante Situationen. Warum entscheidet sich Ben für bestimmte Züge? Was macht seine Klasse aus? Erstmal, der allererste Zug hier im ersten Spiel ist noch Standard, den sollten viele Leute sehen, nämlich der Bingo-Aussage. Das ist erstmal natürlich ein guter Start. Und hier ist direkt ein Zug, bei dem man das häufige Scrabble-Problem hat. Man hat einen Bingo auf der Bank, ein Warf, aber er geht nirgendwo hin. Da muss man dann lange schauen, ob man durch irgendeinen der Buchstaben, die hier liegen, einen achtbuchstabigen Bingo hat. Gibt es hier nicht. Was macht Ben dann im Vergleich zu vielleicht, was würden andere Leute machen? Er legt kein längeres Wort mit diesen Buchstaben, sondern er erkennt, diese Bank ist sehr gut, wenn das W wegkäme. Anrief, AEFINR, sehr gute Bank. Also tauscht er nur das W. Er fischt nach einem Bingo und nachdem sein Mitspieler hier sehr teuer Jubels legt. Es funktioniert auch. Faslerin. Und ich erwähne öfter mal diese Taktik, auf Bingos zu gehen und darauf zu sparen, lohnt sich vor allem dann, wenn man eben gut darin ist, die ganzen Bingos auch zu entdecken und wenn man diese Wörter gelernt hat. Und das zahlt sich hier für Ben aus, denn Faslerin würde jetzt nicht jeder als gültiges Wort kennen oder auf dem Brett auch finden. Damit liegt er erstmal weit vorne. Das hier ist dann eine klare Tauschbank. EEEIUUIIUV. Da tauscht er auch, behält E und I. Und es geht erstmal recht konventionell weiter. Und in diesem Spiel kommen auch tatsächlich nicht mehr so die interessanten Momente. Er zieht dann den zweiten Blanko nach. Er hatte ja schon einen und jetzt nutzt er selbst diese andere Bingo-Stelle mit Sendelt, was ein Wort ist, das ich gar nicht gekannt hätte. Und dadurch wird das hier dann ein sehr deutlicher Sieg. Sein Mitspieler versucht es dann auch ganz kreativ hier mit dem Wort Pausofen. Kann man versuchen, könnte plausibel sein. Ben zweifelt es an, lässt es nicht durchgehen. Dadurch ein klarer Sieg für ihn zum Auftakt. Das nächste Spiel beginnt wie so oft mit Versuchen von beiden Seiten, sich eine Bingo-Bank zu erarbeiten. Besonders interessant hier, dass Ben jetzt wiedererkennt. Also das ist eben das, was er dann immer wieder macht. Okay, ich bin ziemlich nah dran. Ich will deshalb nicht viel weglegen von meiner Bank. Ich lege nur Dry, DRY hier hin. Und damit klappt es noch nicht ganz, aber jetzt sehen wir eben eine andere Stärke. Man muss umschalten können von, okay, ich will einen Bingo haben, zu, an welchen Stellen kann ich gut punkten. Und Ben kann das super gut, Wörter so immer dazwischen zu bauen, sodass auch nicht viel Neues aufgemacht wird für die andere Person, aber er holt viele Punkte raus. Und das macht er hier eben, indem er mehrere Wörter auf einmal verlängert auf diese Weise. Und das sind, ich glaube, 40 Punkte oder so, ergeben sich dann 49. Das vielleicht nicht so aussieht zuerst, aber das muss man dann eben erkennen, wie lukrativ das hier ist. Dann hat er zu viele Vokale, legt die aber auf eine Weise weg, dass er EEN behält. Und dadurch funktioniert es dann mit dem Bingo an dieser Stelle. Aber er legt ihn nicht. Und zwar bewusst nicht. Und das ist ein interessanter Moment. Ben erkennt, er hat hier einen Bingo, einen ganz seltsamen Tikenis.
Teak ist eine Holzart und dann kann man genauso wie ein eichenes Brett oder ein birkenes Brett oder so auch teakenes sagen. Ben kennt dieses Wort, das unterscheidet ihn dann natürlich auch schon erstmal von den meisten anderen Leuten. Und er sieht, dass es der einzige Bingo ist. Warum legt er ihn nicht, mag man sich fragen. Legt ihn natürlich nicht, weil er die neunfache Stelle hier aufmacht. Und seine Mitspielerin hat gerade getauscht und ich glaube nur zwei Buchstaben getauscht. Er weiß also, sie hat gute Buchstaben. Tekenis macht sehr wenig Punkte, weil es keine Prämienfelder belegt. Und dafür gibt es dann auch den schönen Begriff im Scrabble, dass das ein Aldi-Bingo ist, nämlich ein möglichst billiger Bingo. Und den möchte er hier, das lohnt sich für ihn nicht. Nur 60 Punkte sozusagen im Vergleich zu anderen Bingos. Blanko weggelegt und die super Chance für seine Mitspielerin hier sehr teuer zu kontern. Deshalb spart er lieber und legt nur Kea dahin, legt sich damit sein eigenes S vor, denn da kann er ein S dran. Kea ist also ein Papagei, so ein Vogel. Und das ist der richtige Zug, sagt die Computeranalyse. Die gibt ihm hier recht. Und das zu erkennen, ist dann eben auch so eine Stärke von Ben. Er gibt nicht viele Gelegenheiten zurück. Er ist da immer sehr vorsichtig. Seine Mitspielerin hat seitens und kann das dann nur hier unten hinlegen, wiederum als Aldi-Bingo. Sie hätte allerdings erkennen können, dass sie hier das hier oben hätte hinlegen können. Und so hat er also ein bisschen Worst Case vermieden und kann dann wiederum selbst diese Stelle hier oben teuer nutzen. Jetzt liegt er 60 Punkte vorne und das hätte vielleicht nicht so ausgesehen, wenn er gerade riskanter gespielt hätte. Hier wird es jetzt aus meiner Sicht sehr erfreulich. Ich habe mich sehr über den Zug beömmelt, der jetzt kommt. Denn man sieht oben ein paar der Buchstaben, die Bens Mitspielerin hat. Und was legt sie damit? Sie legt das schönste Wort überhaupt aus der Schweiz, die Znünis, die ich hier schon öfter mal gefeiert habe. Ach, immer wieder schön. Man sieht, was für ein gutes Scrabble-Wort das ist, wie oft das auftaucht. Znüni, die Mahlzeit, die man um 9, also zu 9, einnimmt. Ben blockiert hier mit Fluche das Brett ganz schön, denn an das F kommt man nicht gut dran. Er ist nicht so weit vorne, aber er bringt sowas dann gerne nach Hause. Er muss nicht unbedingt weitere Bingos legen. Seine Mitspielerin muss aufholen. Und sie setzt dazu sehr gut an hier, indem sie nur Ulm hier hinlegt. Das ist nicht die Stadt, sondern glaube ich tatsächlich der Baum, die Ulme. Städtenamen sind ja nicht erlaubt. Und vor Ulm kann man ein M legen, Mulm, und ein K für Kulm. Das sind so die Wörter, die man kennt, wenn man Skirbel spielt. Und dadurch ist das hier gefährlich. Ben kann es nicht blockieren, ist das Problem für ihn. Er kann an diese Stelle nirgendwo dran. Wenn er könnte, würde er es gern blockieren. Und sowas schmeckt ihm nicht, wenn er da nicht verhindern kann, dass vielleicht noch aufgeholt wird. Aber er muss hier damit leben. Und hat dann aber Glück, dass die Mitspielerin das entweder nicht absichtlich, nicht bewusst gemacht hat oder wieder vergisst, dass sie dahin kann. Sowas kann echt vorkommen, dass man die Stelle dann wieder aus den Augen verliert. Und dadurch Ben versucht hier die neue Stelle, die sie aufmacht, zumindest zu blockieren. Und sie hat jetzt die Möglichkeit, eben hier viel zu viele Punkte, viel mehr als ihm lieb sein könnte, reinzuhauen mit Intimem an dieser Stelle mit der Verlängerung. Aber sie sieht das nicht. Sie sieht den Bingo, aber sieht nur, dass sie hier hinkommt. Das kann dann der Unterschied sein. Ben hätte sich diese Chance sicher nicht ergehen lassen, wenn er an der Stelle gewesen wäre. Und dadurch reicht es hier knapp für ihn, weil der Bingo, so wie er jetzt liegt, natürlich auch ihm eine gute Stelle zurückgibt. Er kann Exils da oben hinlegen und damit ist er noch weit genug vorne und kann es nach Hause fahren. Auch hier wieder Hauptsache diese Stelle hier, an die noch ein Bingo könnte, blockiert. Und auch gleichzeitig übrigens die durch das I hier von Intim. Und da könnte ja auch noch ein Wort passen. Mit Sprang ist er weit genug da oben, dass auch das nicht mehr möglich ist. Damit kann ihm nichts mehr passieren. Und Ben ist immer super gut da drin, so einen Vorsprung am Ende nach Hause zu fahren. Also möglichst wenig Möglichkeiten zurückzugeben, dafür zu sorgen, dass kein Bingo mehr kommt. Aber auch Ben kann nicht alle Spiele gewinnen und hier sehen wir jetzt eine Niederlage von ihm. Die erste Person, die es schaffte, ihn mal ein bisschen aufzuhalten. Dabei hilft es, einen Startbingo gegen Ben zu ziehen und den auch zu sehen. Hingehen in diesem Fall. Schön gesehen von der Gegenspielerin. Hier ein etwas uncharakteristischer Fehler von Ben. Ich kann auch nie so ganz sicher wissen, ob ich die Bank, die er hatte, richtig entziffert habe bei seinen Mitschriften. Aber ich glaube schon, er legt hier Quirle. Hätte dasselbe aber durchaus punktreicher hier erreichen können für über 40 Punkte mit dem Q hier links. Aber passiert den Besten, so einen Verpasser zu haben. Und es bringt auch nichts, das I noch zu behalten, was er hier mit diesem Zug erreicht. Also im Gegenteil, I und V, was er dann behält, passen nicht gut zusammen.
Okay, aber er ist also erstmal im Hintertreffen, wird dann auch für I und V so ein bisschen bestraft. Also das, was er dazu zieht, würde natürlich nie gut passen, aber HIIUVWX, was macht man jetzt? Tauscht man? Oder also es sieht erstmal nach Tauschen aus, aber man kann auch noch Punkte machen mit dem X, hier mit nix. Oder man legt hier Xi. Schwer zu sagen, Ben tauscht. Ich denke, das ist auch richtig. Computeranalyse findet, dass man auch Hiwi vielleicht in Betracht ziehen kann. Damit kriegt man eine ganze Menge von den Buchstaben weg. Das ist nicht schlecht. Ansonsten sollte man tauschen. Nix ist nicht gut genug. UVW ist das Horror-Trio im Scrabble. Das kann man nicht auf einmal behalten. Also ein schwieriger Anfang für Ben. Wir werden sehen, wie er versucht, sich davon zurückzukämpfen. Aber es kommt noch schlimmer. Der nächste Bingo von der Mitspielerin, der dritte. Und damit ist Ben 100, 209 Punkte hinten. Da ist nicht mehr viel zu machen. Und man sieht, in so einer Situation fängt er auch, wie man das sollte, direkt an, richtig offensiv zu werden. Also dieses Umschalten können auch zwischen, normalerweise ist er eher defensiv, aber wenn es sein muss, ist er richtig offensiv. Neunfachen Bingo aufmachen hier und gleichzeitig macht Fan ja auch noch eine Stelle auf, mit der man hier runterlegen kann. Das nennt man Forking the Board, also er gabelt, er macht so eine Gabelung auf. Zwei Bingo-Stellen, die nicht beide gleichzeitig blockiert werden können. Es bringt ihm da erstmal nichts, seine Mitspielerin blockiert es hier sehr gut mit dem W, das sie dahin legt, dann ist der Neunfache zu. Aber es gibt ja noch mehr Platz auf dem Brett und Ben kann hier Blankste hinlegen links unten und kommt nochmal ein bisschen ins Spiel. Jetzt sind es nur noch 110 Punkte Rückstand. Seine Mitspielerin legt Kruste, was ein super Zug ist in der Situation, dass man 110 vorne liegt. In anderen Situationen würde man vielleicht eher gute Buchstaben noch behalten wollen und Curl spielen hier oder so. Na, so nicht, aber so. Hier ist es völlig richtig, die 6 wegzulegen. Man macht da oben richtig Platz zu, blockiert. Man legt 6 Buchstaben, damit geht das Spiel schneller zu Ende. Also von ihr genau das gemacht, was Ben sonst immer so gut macht. Genau, aber er ist noch nicht geschlagen hier. Er kann hier jetzt erstmal super Punkte machen mit dem Ü, mit Süd hier. Das sind über 40 Punkte, weit über 40 tatsächlich. Und das X hat er auch noch, macht damit hier Punkte mit Rex. Hier ist es interessant, dass man auch teurer hierhin Text legen kann. Aber hier ist jetzt wieder die Frage, was bringt das für die nächsten Züge? Und Ben schaut immer ganz stark darauf, wie formt das das Brett? Also so Boardmanagement. Was passiert mit dem Brett? Und Text kann man nur mit einem T natürlich verlängern. Er hat kein T und es kommt auch nur noch eins. Damit hat er hier die Möglichkeit, hier rechts Bingos hinzulegen, eher kaputt gemacht. Mit Rex sind es weniger Punkte. Aber die bessere Restkombination bei ihm, eine neue Stelle aufgemacht, weil man Rex natürlich verlängern kann. An R kann man hier auch dran, mit einem S vielleicht. Ers, ERS ist gültig. Und die Stelle bei Fan bleibt auch noch offen. Also das ist ein Boardmanagement-Zug, für den er ein paar Punkte aufgibt. Weil er im Spiel bleiben will, weil er möglichst viele Chancen offen halten will, hier noch aufzuholen. Die Mitspielerin versucht hier wieder so gut wie sie kann zu blockieren und legt U und I weg, das ist auch immer gut. Ben kann noch nichts mit seiner Bank machen und spart jetzt wieder ganz stark. Das ist jetzt ein Zug, den der Computer nicht optimal findet, weil es ein bisschen zu wenig Punkte sind. Aber hier sind Bens Argumente, Bens Gründe für diesen Zug wieder sehr sinnvoll. Man könnte jetzt auch Krut hier legen, macht damit aber wieder Platz zu. Und wenn man Red legt, ist auch der Vorteil, das D, das man hier hat, ist gar nicht so schlecht wie sonst. Normalerweise möchte man Ds eher nicht haben, aber Fan kann man ja damit verlegen. Das heißt, das ist gut für diese Bingo-Stelle. Ben versucht also genau zu schauen, was gibt mir wirklich konkret die besten Chancen hier? Wie kann ich gleich einen Bingo haben? Und das ist also der Schritt von diesen allgemeinen abstrakten Prinzipien, ja, gute Buchstaben behalten, Stellen offen halten, hinzu, wie macht man das im Detail in der Situation? Und das kann Ben immer sehr, sehr gut, auch wenn es in diesem Fall nicht fruchtet, weil er C und F nachzieht. Damit ist nichts zu machen. Und hier. Ja, denkt er sich dann, okay, da muss ich einfach die Punkte nehmen, jetzt mal mit durfte so 30, 40 Punkte machen. Und es kommt im Gegenzug der nächste Bingo zurück von seiner Mitspielerin. Damit ist dann auch für Ben Game Over, aber man sieht halt, auf welche Weise er das versucht hat. Und auch wenn es dann manchmal nicht funktionieren wird, geht es immer darum, sich die beste Chance zu geben, vielleicht so ein Spiel noch rauszuholen, nachdem es am Anfang so schlecht losging. Es folgt aber direkt die nächste Niederlage. Und das ist ein tolles Spiel, das werden wir uns anschauen. Also Turnier ging erstmal schwierig los für Ben. Wir sind jetzt tatsächlich bei den ersten 4 Runden noch. Die habe ich vollständig. Erstmal diese schwierige Bank zum Auftakt. Hier kann man Cyan legen, um das C loszuwerden. Es gibt Cyan auch mit Z. Aber man würde normalerweise sagen, ja, das C muss man eher loswerden.
Aber Ben legt es mit Z. Das fand ich sehr interessant und ich denke, es ist richtig beurteilt. Die Computeranalyse sagt das auch. Manchmal ist das Z der schlechtere Buchstabe. Z ist ein Buchstabe, den man im Scrabble leicht falsch einschätzen kann. Der kann wirklich eklig sein. Passt nicht zu vielen anderen Buchstaben gut zusammen. Das C zwar auch nicht, aber zu diesen hier, S und T und O, passt es relativ gut. Deshalb entscheidet sich Ben hier so rum. Ich lieber das Z weg. Und das ist keine zufällige Entscheidung bei ihm. Über sowas denkt er danach. Welchen Buchstaben möchte ich hier lieber weglegen? Genau, wir werden sehen, ob es gut funktioniert. Shake kommt zurück und jetzt kommen zu dem C dann noch zwei Ns dazu, die nicht gut passen. Die hätten aber auch zu dem Z nicht gut gepasst. Und wenn man sich hier jetzt ein Z vorstellt an der Stelle, kann ich nicht so direkt gute Züge erkennen, die jemand damit hätte. So kann er mit Scored das gut weglegen. Dann die nächste Bank stellt mich vor Rätsel bei dem Spielprotokoll, denn die habe ich so entziffert und bin auch ziemlich sicher eigentlich, dass die so dasteht. Es kann aber eigentlich nicht so sein, weil es schwer vorstellbar ist, dass Ben den Bingo henkend übersieht. Das ist so ganz Standard, diese Verlaufsform mit END. Das sieht Ben im Schlaf. Also das ist undenkbar, dass er das nicht sieht. Deshalb muss hier irgendwas nicht stimmen, denke ich. Er legt Henke und wir wissen nicht genau, was seine anderen beiden Buchstaben waren. Seine Mitspielerin macht ganz nett Henkel daraus und verwertet ihr Ö. So. Jetzt wieder ein Zug, bei dem man nah dran ist an einem Bingo, aber noch nicht wirklich einen hat. Es ist ziemlich unglaublich, dass hier kein Bingo möglich ist, aber die Computeranalyse bestätigt, gibt keinen. Man kann jetzt hier die Punkte nehmen, indem man das von gerade nochmal verlängert, oder man kann genau den anderen Ansatz machen und fischen. Nur das O weg und A, D, E, N, R, S behalten, weil das so gut ist für Bingos. Dann ist immer die Frage, was lohnt sich eher? Und ein Kriterium dafür, ob es sich lohnt, ist, sind denn überhaupt Stellen für Bingos da? Und hier sind die da. Man kann an das N, an Tö dran mit N oder mit S. Man kann durch das S bei Shakes spielen. Das Z ist auch da, auch wenn das kein so toller Buchstabe ist. Und dann ist das Entscheidende eben auch, Ben fischt dann so, dass er eine neue Stelle aufmacht. Indem er hier das O hinlegt, gibt er die Stelle für Roh vor an der Stelle. Und das ist dann entscheidend. Wenn hier rechts blockiert wird und er da sein Bingo gehabt hätte, dann geht er vielleicht noch hier drin, hier dran an die Stelle. Deshalb, wenn man fischt, dann muss man wissen, wie. Und Ben macht das hier völlig richtig und es funktioniert. Er erwischt den Bingo, nämlich, wenn ihr wollt, haltet das Video kurz an und sucht kurz. Gibt zwei Möglichkeiten des Einrads oder für noch mehr Punkte hier die Sardine. Schönes Anagramm, Einrads, Sardine. Ben findet natürlich die punktreiche Version und legt sie hier hin. Aber seine Mitspielerin kann auch scrabbeln und sieht, dass sie in der Buchstabenkombination hier so ein Wort hat, das man nur kennt, wenn man Scrabble spielt. Gaitaue. Ein Begriff aus der Seemannssprache, aber einer, der öfter mal auftaucht, weil es ein Wort mit so vielen Vokalen ist. Die sind immer gut zu wissen. Da gibt es nicht viele. Deshalb hat sie das irgendwann mal gelernt, gemerkt und erkennt das hier wieder im Spiel. Ganz starker Bingo von ihr. Genau, Spiel ist ausgeglichen. Und Ben hat so eine durchschnittliche Bank, legt ein paar Buchstaben davon weg und auf beiden Seiten geht es erstmal so weiter. Hier wieder Fischen von Ben hier, denn jetzt sieht die Bank gut aus. Und auch hier macht er eine Stelle für sich auf, denn Du kann man verlängern mit dem R zu Dur. Aber es klappt noch nicht direkt. Stattdessen hier wieder ein Beispiel dafür, wie Ben gut so Wörter ins Brett reinbaut, irgendwo ohne Stellen aufzumachen. Er sieht, dass er hier hin kann. Wobei, glaube ich, die Bank jetzt hier nicht so stimmt. Also das ist, glaube ich, das muss noch ein drittes E sein. Genau, sonst würde er das nicht so legen. So macht er das. Macht dafür genug Punkte, dass sich das lohnt und er macht keine neuen Stellen auf. Allerdings hier jetzt ein seltener Patzer von Ben, wenn die Bank so stimmt. Und ich glaube, sie stimmt so. Beugers wäre hier der Bingo gewesen, also der Muskel, der Beuger und die Stelle, die er vorhin aufgemacht hat. Übersehen kommt auch bei Ben vor, auch wenn es selten ist. Seine Mitspielerin dagegen ist hier on fire, hat gerade schon Gaitaue gesehen und sieht jetzt hier einen wunderbaren Bingo. Hier lohnt es sich, das Video anzuhalten. Ihr kennt das Wort alle, es gibt nur eine Möglichkeit, hier ein Bingo zu legen. Gerne mal rätseln. Sie spielt tunlichst an diese Stelle. Neunbuchstabiger Bingo, Blanko als T. Das hier zu erkennen, das ist super stark. Und wir sind hier eben auch in Division A. Da sind eben lauter Leute, die richtig gut scrabbeln können. Damit geht sie in Führung und für Ben wird schwierig. Jetzt sieht das Q nach und es ist jetzt eben richtig teuer, dass er gerade den Bingo übersehen hat. Und
Normalerweise passiert ihm das nicht. Hier aber nochmal ein Glanzpunkt von ihm. Bauer zu Verbauer verlängern. Also verbauern ist ein Verb. Das kennt er, das hätte ich nicht sicher im Kopf gehabt. Er kennt das und er sieht hier diese Stelle. Er ist damit noch nah dran. Und seine Mitspielerin macht hier nochmal richtig auf mit dem P. Verlängert Imp zu Imp. Das ist ein Tier, der Imp. Und da geht nur das, naja, es geht das S dran und das F natürlich für Impf. Aber Ben hat ein S, kann da keinen Bingo dranlegen, obwohl er hustend hat, aber das passt dann eben hier unten nicht ganz. Aber er ist auch nicht so weit hinten, dass er einen Bingo bräuchte. Das ist ja quasi Gleichstand. Deshalb legt er des Hundes, macht damit viele Punkte, hofft damit weit genug vorne zu sein und ist auch im Prinzip erstmal weit genug vorne. Aber der Lucky Punch für seine Mitspielerin kommt noch. Sie macht nochmal auf hier links. Ben blockiert so gut er kann mit Won, der Währung. Aber sie hat den Blanko, kann das hier nutzen zu Wurmiges. Das ist ein gültiges Wort. Und damit ist es dann durch. Also. Sie legt ihren dritten richtig guten Bingo, Geitaue, Tunlichst und Wurmiges. Und das braucht man dann, um tatsächlich Ben zu besiegen. Damit startet er mit 2 zu 2 ins Turnier. Bisschen unter den Erwartungen, sagen wir mal so. Und ja, da war es spannend, ob er sich nochmal zurückkämpfen kann. Denn dann lag er erstmal nicht vorne. Es lagen andere Leute vorne. Wir gucken uns noch weitere Spiele von ihm an. Das nächste ist wieder sehr gelungen von Ben. Ein toller Sieg von ihm. Diese Startbank. Kann man überlegen, ob man Läd legt für 20 Punkte, AEE, drei Vokale? Ja, Ben entscheidet sich fürs Tauschen und das ist wahrscheinlich auch richtig. Es funktioniert. Der Bingo kommt zurück, Walsten. Und der Mitspieler kontert direkt mit Segelte. Hier, das ist so eine Kombination, bei der man zwei, drei Probleme auf einmal hat. Das C, I, U und das Ä möchte man auch irgendwie loswerden. Und ein interessanter Zug von Ben, denn für das Ä hat man schon eine Stelle hier mit Sä für 40 Punkte oder 38 Punkte, aber dann C-I-R-R-U, das möchte man eher zuerst loswerden und so macht Ben das. Er spielt Curie, also die Maßeinheit, auch um hier diesen vierfachen Wortwert 2x2 loszuwerden. Er sagt sich, erst dieses Problem lösen, dann die Ä-Stelle kann ich gleich wahrscheinlich immer noch lösen. Und Computeranalyse findet das gut, findet das richtig. Aber sicherlich kein Zug, auf den viele Leute kämen, das nicht direkt die Punkte zu nehmen, sondern das umgekehrt zu machen. Und so kann er das jetzt hier machen, mit Läs. Genau, also das ist ganz instruktiv, finde ich. Hier jetzt ein Zug, bei dem ganz klar ist, wie man hier auf den Bingo gehen sollte. Man hat sehr gute Buchstaben, man möchte wenig davon loswerden. Ü will man loswerden, dafür hat man hier die Stelle und man macht damit auch eine gute Bingo-Stelle auf. Ganz einfach, ganz klar. Aber erstmal hat der Mitspieler dann dort den Bingo ersinne, den er allerdings auch so oder so hätte legen können an anderen Stellen. Und Ben hat auch einen Bingo und er verpasst ihn leider und das hat ihn im Nachhinein sehr geärgert. Das ist höchste Kategorie hier, aber Ben kennt das Wort. Wenn ihr es auch kennt, herzlichen Glückwunsch. Rayon für 110 geht hier hin. Ja. Da würde ich bei allen Spielern sagen, muss man nicht kennen, muss man nicht sehen, aber Ben ist dann ehrgeizig genug, dass er sagt, ah, das hätte ich sehen müssen, ich kenne das. Stattdessen lege ich hier nur Yen für über 40 Punkte und behalte den Blanko. So ein schlimmer Fehler. Er ist also noch auf jeden Fall im Spiel und hier klappt es jetzt auch. Erratene ist sein Bingo. Der Mitspieler bleibt dran mit X und die nächsten Züge sind erstmal so ein bisschen Gespare. Hier das V weg. Und hier kommt jetzt wieder ein sehr interessanter, so ein Zug, den Ben spielt und der Computer eher nicht. Und ich denke, er ist hier auch nicht richtig, aber er zeigt wieder so Bens Denkweise. Der beste Zug ist hier sicherlich hoch G, einfach für die Punktzahl. Und die Buchstabenkombination, die man hier hat, ist nicht so, dass man viel davon würde behalten wollen. Ben legt Haag hier für nur 9 Pünktchen. Warum macht er das? Weil G ein Buchstabe ist, den man nur auf eine Weise verlängern kann, nämlich mit dem O, Go, das Brettspiel. Beide anderen O's liegen schon und damit kann nur Ben wirklich effektiv an diesen dreifachen Wortwert da parallel gleich was hinlegen, weil er das O hat, um dort ein Wort anlegen zu können. Das ist sein Gedanke hier, sich selbst die Stelle vorzulegen. Wie gesagt, dubios, weil das nicht so gut ist, die Aussicht gleich, dass man dafür nur diesen 9-Punkte-Zug mitnehmen sollte. Ich denke, Ben wird hier Hoch G übersehen haben, hätte das sonst gespielt. Aber wer weiß, vielleicht sagt er auch, das ist jetzt so riskant, hier oben so schön aufzumachen.
Ich bin 40 Punkte vorne, ich riskiere nichts, ich gucke nur, dass ich gleich gute Punkte machen kann. Schwer zu sagen. Und der Mitspieler fühlt sich genötigt, hier mit zwei guten Buchstaben relativ billig zuzumachen, weil er auch die Gefahr sieht. Und das ist das dann eben auch. Ben sorgt dafür, dass die andere Person reagieren muss. Also er bestimmt so die Initiative. Er zieht ungünstig nach mit zwei Ds, legt die erstmal weg mit Diode an dieser Stelle, blockiert damit auch den Platz, der hier noch für Bingos ist und verteidigt seinen Vorsprung. Der Mitspieler legt allerdings QI für 36 und ist damit sehr nah dran. Ben nutzt den dreifachen Wortwert, es geht so ein bisschen hin und her und jetzt kommt ein ganz interessanter Zug, weil der punktreichste Zug, den Ben hier mit seinem Ö hätte, der Mönch wäre. Er legt aber nicht das und ich weiß nicht sicher, ob es Absicht ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Absicht ist und dass sein Gedanke bei Möcht, was er hier legt, folgender ist. Oben liegt Qua und Ben hat END als Restbank, diese Verlaufsform. Und er könnte damit Quasende, Quasen ist ein Verb, oder Quakende erwischen, wenn noch ein K kommt. Nee, K kommt nicht mehr, aber Quasende ist die realistische Möglichkeit. Er behält dafür die Buchstaben und tada, es funktioniert auch. Und als Mitspieler denkt man an der Stelle dann, boah, hat der ein Glück, jetzt kriegt er hier noch den 50 Punkte zu Quasende und gewinnt dadurch, geht dadurch so weit in Vorsprung, dass man auf keinen Fall mehr einholen kann. Aber es ist eben vorgearbeitet von Ben. Er hat sich das ermöglicht. Damit ist es nicht nur Glück. Das fand ich einen schönen Schlusspunkt zu diesem Spiel. Der Rest ist ja akademisch. Endet mit deutlichem Vorsprung für Ben. Das nächste Spiel ist auch schon bei Scrabble Info zum Durchklicken da. Das ist öffentlich. Ben spielt gegen Stefan Merx, der schon mal deutscher Meister war, immer gut vorne dabei ist bei Turnieren und ihm versucht hier also es schwierig zu machen. Und er macht es ihm auch sehr schwierig. Erstmal ein uncharakteristischer Fehler von Ben beim Startzug. Nutz mit Restbank LNS, das ist nicht gut genug. Man sollte hier eher tauschen und NST behalten, das lohnt sich eher. Ich kritisiere bei Ben auch hier die Details, aber das sind wirklich eher Details. Also das ist natürlich ein kleiner Fehler hier, aber kein Patzer oder so. Der Fokus bei Ben ist nur natürlich auch auf er. Bei ihm erwartet man, dass er wirklich alles optimal macht, sozusagen. Und kritisiert dann die Dinge, die er nicht optimal macht. Stefan hat erstmal zu viele Vokale. Wir kennen hier auch Stefans Buchstabenbänke. Er hat sie auch mitgeschrieben. Ben legt J und X weg. Soweit, so gut. Stefan hat den ersten Bingo. Klausel. Es hätte noch andere schöne Möglichkeiten gegeben, unter anderem für die meisten Punkte. Saukerl. Aber Klausel ist auch schön. Ben schlägt sich mit Vokalen rum und er hat erstmal am Anfang dieses Spiels nur schwierige Bänke, ist schon 70 in Rückstand, kann hier auch nicht so viel mitmachen. Und das ist jetzt wieder ein ganz typischer Ben-Zug. Er macht hier so einen Parallelzug, er macht noch nicht direkt irgendwie aggressiv Stellen auf, zum Beispiel mit Lotsinn hier, sondern er wartet erstmal so. Er spielt hier nur parallel, nichts Neues aufmachen, noch muss er nicht aggressiv aufmachen, noch ist das Spiel ganz am Anfang. Stefan legt hier Kurven und das zeigt so den kleinen Unterschied zwischen optimalem Zug und gutem, aber nicht ganz optimalen Zug, der dann eben Ben von anderen Leuten trennt. Denn ideal wäre hier Knofi, der Knoblauch, und Konfi, der Konfirmand. Und diese Wörter kennt Stefan auch, der hat die kurzen Wörter richtig gut im Kopf, kennt die fast alle, aber er kommt hier nicht drauf. Und das macht einen Unterschied, weil man hier deutlich eher das E behalten will als das I. Genau, und durch solche kleinen Details kann das Spiel dann vielleicht noch hier in Bens Richtung gehen. Er hat jetzt erstmal das Y bekommen und legt einen coolen Zug, an dem wir wieder sehen, Ben macht schon auch auf, er spielt auch offensiv, aber nur wenn es sich für ihn lohnt. Er spielt Tory, das ist ein Setup, denn Tory kann man, wie alle, die auf Scrabble spielen, wissen, mit einem S verlängern, nach hinten auch, aber vor allem nach vorne mit Story. Ben hat das S. Es ist möglich, dass Stefan auch eins hat. Es kommen noch drei. Aber die Wahrscheinlichkeit bei Ben, dass er das S hat, ist 100%. Er hat es ja schon. Und bei Stefan ist es weit niedriger. Und damit, ja, ist das hier ein Setup für seinen eigenen Buchstaben. Und auch für Nüs natürlich hier. Also wenn er einen Bingo zieht, dann hat er direkt wieder zwei Stellen dafür. Mit Tory und mit Nüs und Kofen, da geht es, glaube ich, auch. Genau, da geht auch ein S dran. Ja, er hat allerdings hier jetzt das Pech. Stefan hat auch ein S und er kann die Stelle nutzen, denn er weiß das natürlich auch. Mit Sing, Bender gegen C und Ü auf einer Bank. Also ein schwieriges Spiel für ihn. Er legt erst das S weg, das Ü weg. Man merkt oft bei Ben, dass er das C als nicht so schlecht einschätzt. Also das behält er ein bisschen öfter als andere Leute. Man kann durchaus öfter mal was daraus machen. Andere Buchstaben sind ekliger.
Stefan legt sein V weg, Ben muss erstmal hier ein bisschen mit kleineren Zügen weitermachen, möglichst Punkte machen, möglichst dranbleiben, aber das W kommt jetzt danach. Jetzt kann er das zumindest gut weglegen. Beides auf einmal mit weg hier. Und das macht er natürlich. EUT Blanco, kriegt er noch den Bingo? Ja, er kriegt ihn. Und was für ein Volltreffer. Manchmal braucht man auch Glück, aber man muss auch die Stelle sehen. Ben hat Träumen auf der Bank mit dem Blanco, aber wo geht es hin? Es geht hierhin mit Juxis. Du juxist als Verbform. LAR ist ein gültiges Wort. Die Dreier muss man kennen und hä ist gültig. 103 Punkte. Glück gehabt, aber das Glück ist eben dann auch verdient, wenn man vorher so gut dran geblieben ist und immer das Richtige gemacht hat. Und vor allem ist es ja auch so, je nachdem, wie gut beide zwischendurch gespielt haben, umso enger oder nicht eng ist der Spielstand. Also Stefan ist jetzt hier 83 vorne. Mit den immer perfekten Zügen auf seiner Seite und vielleicht Fehlern bei Ben wäre er vielleicht schon 150 vorne. Also deshalb ist das auch entscheidend, wie man in solchen Spielen spielt. Wenn man dann dieses Glück hat, dann ist man eben auch wieder dran. Stefan hat jetzt noch einmal die Chance, hier richtig weit davon zu ziehen, allerdings mit einem ganz obskuren Wort, das ich auch nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Epoden. Das ist durch das P hier auf dem dreifachen Buchstabenwert 50 wert in etwa, glaube ich, genau. Stefan hat das nicht auf dem Schirm, legt Dopen links oben. Das reicht dann nicht mehr, weil Ben jetzt noch richtig Glück gegen Ende hat. Das Q ist hier mal sehr willkommen, weil man diese 46-Punkte-Stelle hat mit QI. Und danach wird es noch schlimmer. Ben bekommt R8 an dieser Stelle. Bisschen uncharakteristisch, dass er nicht Anrechte legt oder Tracheen, wenn er das kennt. Anrechte ermöglicht keinen Bingo auf der Gegenseite wieder mit R8. Ist das möglich? Und Stefan bekommt noch einen. Er bauten. Und normalerweise lässt Ben sowas nicht zu, dass er hier nochmal die Stelle aufmacht. Vielleicht hat er Anrechte nicht gesehen oder er hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das nochmal eine Gefahr ist. Das glaube ich aber eher nicht. Oder er hat so eingeschätzt, dass er hier die Punkte nehmen sollte und nicht mehr verlieren kann, auch wenn Stefan ein Bingo bekommt. Und so ist es auch. Dieser Schlussbingo von Stefan reicht nicht mehr. Ben gewinnt. Und nun ein sehr interessantes Spiel, bei dem es ein bisschen um ungültige Wörter geht. Das hatten wir in einem anderen Spiel zur Division B schon. Welche Rolle die spielen können, hier spielen sie eine ganz entscheidende Rolle. Ben hat eine schwierige Startbank, bei der man sich unbedingt ein R dazu wünschen würde für Umkurvte, aber so hat man es nicht. Und es ergibt dann auch keinen Sinn, zu passen, auszusetzen und zu hoffen, dass ein R hingelegt wird. Jeder gute Gegenspieler wird dann selbst tauschen und einen nix hinlegen. Ben legt stattdessen Kumte, das ist auch ein Wort, das man kennen muss dann. Warum tauscht er hier nicht, wenn er U und V behält? Ganz furchtbare Restbank. Ich denke, weil er auch keine wirklich gute Restbank hat, die er behalten könnte. Er könnte EKT behalten, aber so toll ist das nicht. Da nimmt man eher für Kumte die 28 Punkte. Ist allerdings grenzwertig, man kann beides machen. Vielleicht hätte ich an seiner Stelle eher getauscht. Er muss sich dann logischerweise mit UV rumschlagen. Er bekommt noch Q und Z dazu und legt jetzt hier durchaus interessant. Nicht etwa Quiz mit Guru, vielleicht hat er auch die Verlängerung übersehen, Gur zu Guru, aber, sondern er legt erstmal das V weg, findet das entscheidender und das ergibt auch Sinn, weil er ja QU behält und im Grunde legt er hiermit schon Quiz für den nächsten Zug vor. Also er löst beide Probleme auf einmal, indem er das so rumlegt, erst Wiefe und nicht erst hier Quiz weglegen. Wenn er das macht, behält er VF und das ist auch nicht schön. Also wieder sehr kreativ. An den nächsten Zug schon gedacht, was macht er gleich? Und das finde ich immer, finde ich ganz stark. Bingo erstmal vom Gegenspieler. Jetzt kommt natürlich Quiz, wie gerade vorbereitet. Chemo vom Mitspieler. Und wir sehen wieder Bens Stärke da drin, so diese parallelen, versteckten Züge zu machen, denn hier nutzt er seine Buchstaben aus, um hier viele Punkte zu holen. Wenn man das alles zusammenzählt, sind das 34 und das lohnt sich an der Stelle einfach. Sein Mitspieler macht hier ganz offensiv auf, legt Sarg dorthin, das kann super verlängert werden. Ben spielt Send mit Ä und ihr fragt euch vielleicht, was das sein soll. Und das ist eine sehr berechtigte Frage, da steht nämlich absolut gar nicht im Duden Send. Das ist kein Wort. Aber wenn man Ben gegenübersetzt und er legt einmal ein vierbuchstabiges Wort hin, die er vermeintlich sicher kennt, zweifelt man das nicht unbedingt an, weil man denkt, da täuscht sich Ben doch nicht, das Wort kenne ich noch nicht. Und so bleibt es liegen. Diesen Effekt hat es, wenn man gegen Ben spielt.
Send, völliger Quatsch, bleib liegen. Was es allerdings gibt, ist Sende als Plural von Sand, so komisch das klingt, und deshalb ist Bens nächster Zug, wo er das verlängert, jetzt wieder gültig. Dann ein wunderbarer Bingo von seinem Mitspieler. Auch hier ein schönes Rätsel für euch, versucht es zu finden. Was legt er hier? Osteria ist die Lösung und ist die einzige Lösung. Gibt nur diesen Bingo hier, also ganz große Klasse von seinem Gegenspieler. Toller Zug. Und ja, in so einer Division A wird man wirklich gefordert. Da sitzt man sehr, sehr guten Leuten gegenüber. Ben hat hier erstaunlicherweise keinen Bingo, weil es jetzt keine Stelle dafür gibt. Er hätte natürlich jede Menge mit seinem Blanko hier, aber kann so erstmal nur das N weglegen und hoffen. Schaltet jetzt hier gedanklich wieder gut um, dahin, dass es nicht immer nur darum geht, auf Bingos zu sparen, auch wenn man gute Buchstaben hat. Hier geht es jetzt wieder ums Punkten. Er kann das jetzt hier gut nutzen, diese Stelle für über 40 Punkte, glaube ich. Für 39 Punkte sind es. Genau, und damit ist er jetzt vorne, trotz des Bingos, der gerade kam. Es bleibt eng, sein Mitspieler macht mit Disco gute Punkte. Ben und beide sparen hier erstmal ein bisschen. Und dann hat Ben hier den Bingo mit seinem Blanko, den er ja immer noch hat. Er werbet und auch hier so ein Ben in richtiger Topform legt hier verwebet, sodass er keine Bingo-Stelle zurückgibt, denn wie viele Wörter enden schon auf V da oben? Und mit erwerbet legt man hier das E hin. Da können natürlich Wörter drauf enden und genau das passiert mit einhegte. Von daher ist verwebet der bessere Zug und der typisch für Ben wäre, weil er eigentlich immer darauf achtet, sowas nicht zurückzugeben. Hier sicherlich nicht auf das Wort gekommen. Nur erwerbet gesehen. Genau, passiert eben auch ihm. Dadurch ist Gleichstand und es bleibt spannend. Und wie gesagt, wenn man hier verwebet legt, gewinnt man das Spiel wahrscheinlich so. So gewinnt Ben es jetzt nur mit Trickserei. Nachdem sein Mitspieler mit Yin in Vorsprung geht, legt Ben Duales hier oben. Und sein Mitspieler hat FJLLNPS. Ben hat AEETT. Und ich sagte gerade Trickserei, aber soweit ich es verstanden habe, war es keine absichtliche Trickserei von Ben, sondern unabsichtlich. Was jetzt passiert ist folgendes: Der Mitspieler legt erstmal das J weg. Ben hat AEETT und hat keinen Zug, mit dem er das Spiel beenden kann. Aber er könnte es versuchen mit datete. Denn daten könnte ja ein Verb sein, durchaus plausibel. Jemanden daten steht aber erstaunlicherweise nicht im Duden. Wir hatten das im letzten Video schon, da tauchte es auch auf. Und zwar zweimal. Und hier kommt jetzt also zum dritten Mal in diesem einen Turnier, dass jemand diese Verbform versucht zu legen, eine Verbform von daten. Und Ben hatte hier, meine ich, den Aussetzer, dass er es falsch im Kopf gehabt hätte, dass das geht. Und sein Mitspieler hat, wenn ich da mal so schimpfen darf, leider erst recht den Aussetzer, dass er das nicht anzweifelt. Er akzeptiert die Niederlage, er akzeptiert den Zug. Und das kann man nur machen, wenn man sicher weiß, dass datete im Duden steht. Und das kann man ja nicht sicher wissen, weil es nicht drin steht. Also täuscht man sich in jedem Fall. Wenn man hier irgendeinen Zweifel an diesem Wort hat, muss man anzweifeln. Und das sollte man sich angewöhnen für solche Situationen. Man riskiert 10 Punkte, wenn man das anzweifelt und es gültig ist, aber so verliert man das Spiel. Also warum nicht anzweifeln? Wenn man es anzweifelt, kann man noch gewinnen. Okay, damit sind wir das Turnier so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgegangen, auch weil ich ja, wie gesagt, gar nicht alle Spiele von Ben zur Verfügung habe. Nach 16 von 17 Runden sah die Tabelle aber so aus. Vor der letzten Runde 12 zu 4 bei Ben und er war schon deutlicher vorne gewesen, aber man sieht, er hatte gerade nochmal verloren gegen Uta. Damit kam es in der letzten Runde nochmal drauf an, denn einer konnte mit ihm mithalten, Kan Nien. Und ihr habt den schon auf dem Videobild gesehen, in der Thumbnail. Ich hatte ihn hier noch nie irgendwie vorgestellt, angesprochen, aber Kahn hat sich in den letzten Jahren so richtig nach vorne gespielt, autodidaktisch in der Elo-Rangliste. Er hat sich einfach Scrabble so richtig antrainiert, Wörter gelernt und ist auf Platz 6 und also richtige Konkurrenz und war dementsprechend vor dem Turnier auch der Spieler mit dem höchsten Rating, abgesehen von Ben. Und deshalb hat man es auch so angesetzt, dass in der letzten Runde die beiden gegeneinander spielen. Es spielen ja alle mal gegeneinander. Man dachte sich, das wahrscheinlichste Finale sozusagen, auf das es ankommen könnte, wäre Ben gegen Kahn und genau so kam es. Das heißt, wir haben jetzt hier ein richtiges Finalspiel und das kann ich euch auch zeigen mit Bänken von beiden Seiten. Ben hat seine Bänke mitgeschrieben, eine andere Turnierspielerin hat Kahns Bänke mitgeschrieben und damit schauen wir uns dieses Finale an. Und dieses Finale, das wir uns anschauen, wurde ein ganz zugebautes defensives Spiel, aber trotzdem nicht uninteressant. Es beginnt mit dieser Bank bei Ben,
bei der er übersieht, dass er Tick mit 2 C spielen könnte. Das kann man so, nach dem neuesten Duden so legen. Ticken als Verb ist so schreibbar, sieht ganz komisch aus, ganz hässlich, aber ein gutes Scrabble-Wort, wenn man beide Cs hat. Ben denkt nicht dran, auch weil dieses Wort so neu ist. Die hat man nicht so automatisch im Kopf wie die Scrabble-Wörter, die man schon länger kennt. Stattdessen tauscht er hier. Kahn tauscht auch, hat einen Blanko, aber 2 Us dazu. Legt eins der Us weg, versucht da, also tauscht es weg, versucht damit gleich ein Bingo zu haben. Ben ist jetzt nah dran, aber hat noch nicht so richtig einen Bingo. Und auch hier wieder, statt irgendwie ein langes Wort damit zu legen, spart man die lieber, legt nur ein N weg, tauscht es weg, weil der Rest so viele Wörter ergeben kann, je nachdem, was man dazu zieht. Bei Kahn ganz ähnlich. Hier bin ich nicht so sicher, ob die Mitschrift der Bank stimmt, denn normalerweise denke ich, würde Kahn pureren sehen, wenn er diese Kombination hat. Kann ich nicht so ganz verifizieren. Man kann auch tatsächlich solche Blackouts haben, gerade in einem Finalspiel. Kommt vor. Ben legt jetzt hier Tick mit einem C, nachdem er ein C jetzt wieder bekommen hat, tatsächlich. Und damit beginnt das Spiel mal mit Wörtern tatsächlich. Aber es beginnt sehr klein, weil Kahn jetzt hier wieder spart, nur das P weglegt. Ben wiederum mit seiner guten Bank, die er jetzt hat, auch spart und gleich nochmal den Tick legt. Und das zeigt schon so ein bisschen, wie dieses Spiel laufen wird. Nämlich sehr klein und zugebaut. Und so geht es erstmal weiter. Und diese Bank erkennt ihr jetzt vielleicht von vorhin schon. ADINRS hatten wir gerade schon. Welche 2 Anagramme ergibt das nochmal? Sardine und Einrads. Und das legt Ben also hin. Ja, diese Bänke mit besonders häufigen Buchstaben kommen eben tatsächlich öfter mal vor, weil man ja auch genau darauf spart und genau diese Buchstaben behält. Und dann ist es nicht so ausgeschlossen, dass man zweimal dieselbe Bank im Turnier hat. Vorhin hat er Sardine gelegt, jetzt legt er Einrads. Kahn hat jetzt aber auch den Bingo, trotz schwieriger Buchstaben, aber wenn man den Blanko zu einem H macht, wird wuchernd daraus. Und das Spiel entwickelt sich weiter in die Richtung einer Treppe von links unten nach rechts oben. Hier hätte es jetzt allerdings die Möglichkeit gegeben, dass Kahn mit einem Bingo nach links oben geht, wenn wieder die Mitschrift der Bank stimmt. Ich kann das nicht verifizieren. Aber wenn er diese Buchstaben hatte, dann hätte es einen schönen Bingo gegeben. Ihr könnt versuchen, ihn zu finden. Handouts. Nicht einfach, nicht leicht zu sehen. Kahn spart stattdessen. Und Ben jetzt mit einem uncharakteristischen Fehler an der Stelle, also kleiner Fehler, aber der beste Zug hier wäre, parallel hier hinzulegen, die Punkte für dieses Wort mitzunehmen. Ihn schreckt hier das V natürlich, das möchte man loswerden. Aber es ist hier nicht so schlecht, das zu behalten, allein schon, weil man Event hier rechts gleich bekommen könnte auf den dreifachen Wortwert. Dadurch lohnen sich diese Punkte. Ben tauscht lieber, er möchte das V nicht auf der Bank haben. Kahn legt hier ein ungültiges Wort, nämlich gedaut. Das funktioniert so nicht. Ben weiß das, zweifelt es an. Auch hier hätte es wieder die Möglichkeit gegeben für einen Bingo, aber der ist richtig obskur. Distladeguts, also dass man das nicht sieht. Kann man gut verstehen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Genau, Ben dagegen jetzt mit dem Bingo und der ist schön. Es gibt die normale, einfache Möglichkeit, hier einen Bingo hinzulegen, aber man kann jetzt auch das nutzen, was ich gerade schon angedeutet habe. Hier parallel T-Pin-Ticks, feinster für schön viele Punkte insgesamt. Ben geht in Führung. Kahn hat natürlich dieselbe Bank wie gerade und spart jetzt, indem er nur das G dahinlegt, sich eine Stelle aufmacht für Woge oder Wogt. Und seine sehr gute Restbank da hoffentlich gleich zu einem Bingo machen kann. Und das kann er auch, denn Ben muss tauschen mit QXZ. Also er muss nicht tauschen, er hätte auch noch Dinge legen können hier tatsächlich. Aber er möchte nicht diese Restbänke behalten. Er tauscht lieber. Kahn legt den Bingo an die Stelle, die er gerade aufgemacht hat. Hat aber jetzt das Pech, dass er damit Ben wieder das X zurück ermöglicht, das dieser nachgezogen hat. Damit ist Ben wieder vorne. Jetzt ein interessanter Zug. Kahn hat so mäßig gute Bank. Hier hat man viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Es ist nicht so klar, was am besten wäre. Das hier wäre eine sehr schöne Option gewesen. Pik zu Pik verlängern und Bük. Das wäre sicherlich am besten gewesen. Kahn legt Chor. Und das ist also von auserküren. Und das ist interessant, weil ein S vorne dran geht. Score. Wird jetzt hier noch nicht angezeigt, aber vor Chor kann man ein S legen. So, da haben wir es. Score sieht ganz komisch aus, ist aber gültig. Und normalerweise hätte ich bei Kahn gedacht, das macht er mit Absicht. Das macht er nicht einfach so, sondern er hat genau das dabei im Kopf, denn er hat ja schon ein S. Der nächste Zug, den er dann spielt, spricht allerdings dagegen, denn hier spielt er Base und hier hätte es die Möglichkeit gegeben, genau das zu nutzen.
Kwasen für 78 Punkte. Q3-fach, Wortdoppelt und Score nutzen. Und es ist sehr schade, dass er das nicht auf dem Schirm hatte, denn das hätte das Finale nochmal deutlich spannender machen können. Und auch, weil wir hier damit nicht so richtig sehen in diesem Spiel, was Kahn eigentlich drauf hat, denn er ist, wie gesagt, ein sehr starker Spieler, sehr kreativer, raffinierter Spieler. Aber hier war die Form nicht so ganz da wie im Rest des Turniers, wo er ja 12-4 gespielt hat. Leider diese Chance verpasst. Stattdessen Base da unten, er behält Q und U auf einmal, was auch nicht schlecht ist. Aber ihr bemerkt vielleicht schon, was hat Bender eigentlich dazwischen gespielt? Er hat die Galeere auf der Bank, kann sie nirgendwo hinlegen und legt deshalb egalere. Und das ist kein gültiges Wort. Aber es blieb liegen, weil die Leute Ben zu viel glauben. Ben, man denkt, Ben kennt alle Wörter, Ben macht keine Fehler. Ben macht Fehler, das hier ist Quatsch, das ist kein gültiges Wort. Schade, dass Ben, Kahn es nicht angezweifelt hat, dann wäre es auch wieder spannender geworden. Vielleicht hat es auch, das kommt immer vor, einfach nicht gemerkt, was da liegt. Man ist so auf die eigene Bank fokussiert, dass man erst nachher drüber nachdenkt, egalere, geht es überhaupt? Und es geht nicht. Ben dachte, es geht, wie man daran sieht, dass er das nochmal verlängert hier zu egaleren. Würde er nicht machen, wenn er Zweifel hätte, ob es das Wort gibt. Und so liegt er jetzt mit dem ungültigen Wort weit vorne. Und jetzt wird es schwer, denn jetzt ist so richtig zugebaut. Man kommt nirgendwo mehr dran. Es kommen auch aktuell nicht die Esse. Kein S, um an Chor dran zu legen. Stattdessen lauter klein Züge hier mit den Hochkarätern, mit Ja's, mit Hey, jetzt mit dem Ö. Aber Kahn hat nicht so richtig die Möglichkeit, hier wirklich aufzuholen. Lauter kleine Züge. Was soll er machen? Wie soll er hier rauskommen? Er findet nicht so richtig die Möglichkeit. Hier versucht er es nochmal oben mit F. Aber Ben macht das zu. Kahn muss das V noch irgendwie loswerden mit Wief. Und Ben nutzt die einzige wirklich gut zugängliche Stelle hier unten, Munz. Und damit ist kein Start mehr zu machen. Kahn macht noch möglichst viele Punkte mit diesem Parallelzug. Hätte hier nochmal eine sehr schöne Möglichkeit gehabt, nämlich egaleren zu legaleren zu verlängern und sein L so loszuwerden. Sollt, ist ja auch ein Wort. Das wäre natürlich gegangen. Aber hätte auch das Spiel nicht mehr geändert. Ben gewinnt tatsächlich knapp, verteidigt den Vorsprung und sichert sich den Turniersieg sein, ich glaube, 37. Scrabble-Turniersieg seiner Karriere. Herzlichen Glückwunsch, durchaus verdient, wenn auch mit ein bisschen Glück bei diesen ungültigen Wörtern. Und mein Appell an alle, die gegen Ben bei Turnieren spielen, zweifelt ihm ruhig Wörter an, wenn es vor allem, wenn es eben so teure Bingos sind, entscheidende Züge, man muss nicht jedes Wort anzweifeln, bei dem man unsicher ist. Aber lasst es nicht zu, dass Ben euch mit Quatsch besiegt. Okay, in diesem Sinne folgen jetzt noch ein paar andere Highlights aus diesem Turnier. Ich habe die Spiele von Ben, aber andere Leute schicken natürlich auch immer Fotos davon, was sie für tolle Züge gelegt haben und da möchte ich noch ein paar zeigen. Erstes tolles Wort, wieder ein Ausflug in die Schweiz. Ihr seht auf diesem fertigen Brett ganz links auf der linken Seite wunderbares Wort gespielt von Livia Börner. Grüezi, G-R-Ü-E-Z-I. Eine fantastische Buchstabenkombination, die man so nicht auflegen kann. Nächstes Highlight, ein Startzug, ein Startbingo. Wir sehen ihn hier in der Mitte von oben nach unten gespielt. B-E-S-P-I-K-E. Wenn man das als Kombination auf die Startbank zieht, dann ist es sehr entscheidend zu wissen, dass bespiken ein gültiges Wort ist. Schuhe mit Spikes ausstatten. So gesehen und gespielt von Nikolaus Rutschitzka. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das war noch nicht der beste Startzug dieses Turniers. Dieses Turniers, der gehörte ganz klar Martina Wedel mit diesem Wort hier, ihr seht es in der Mitte. Fopa, F-A-U-X-P-A-S. Zieht das auf die Startbank, denkt vielleicht, oh, lege ich jetzt Fax, behalte ich gute Buchstaben. Oder ihr seid wie Martina und ihr seht dieses Wort da drin. Ganz, ganz stark und wahnsinnig unwahrscheinlich. Das kommt einmal alle zigtausend Spiele irgendwann mal vor. Aber trotzdem nicht meine Nummer 1 in diesem Turnier und das will was heißen. Aber ich bin einfach parteiisch bei dem Topzug. Der gehört Johannes Naumann. Denn der legte, ihr seht es hier ganz rechts, Dings da. Das ist natürlich aus meiner Sicht das schönste Wort im Duden. Auch schon mal von Ben gelegt gegen mich. Und Johannes bekam es hier aufs Brett. Das fand ich toll. Okay, das wäre es von dem Turnierrückblick dazu. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auch das Video zu Division 2 an, zum selben Turnier. Und ich spiele im Februar, in einem Monat von jetzt an, mein nächstes Turnier in Düsseldorf. Und werde euch davon natürlich auch berichten. Bis dahin, macht's gut.